schon mal von Kabbala gehört? Nicht weitersagen. Ist ein Geheimlehre. Es stammt von Madonna. Aber original soll die auf Moses zurückgehen. Oder weiter noch Adam und Eva. Vielleicht sogar Hermes Trismegistos. Ist das nicht ein US-amerikanischer Rapper? Keine Ahnung. Dreimal großer Hermes heißt das. Auf Deutsch. 12. Jahrhundert. Jüdisch-christlich. Dann ist kein Rapper. Meinst du? Mit Rapper kenne ich mich aus. Eminem, 50 Cent, Peter Fox. Bin Hermes Trismegistos. Bin dreifach schlau, ihr wisst es. 10 Kugeln Weisheit gibt es. Kabbala, Kabbala. Weisheit der Welt verbirgt es. Ist ein schiefer fünffach rein. Weil Trismegistos nicht Tess, sondern Toss. Du bist wohl eine ganz Eingeweihte. Schon. Weißt zumindest, dass sich das Licht von oben nach unten ergisst? Weisheit Gottes über 22 Kanäle breitbandmäßig. Ja, tu bloß so, als ob du auf die Weisheit eine Flatrate hast. Wer hat hier gefragt? Du oder ich? Wäre auf alle Fälle sehr schön anzusehen, wenn in 10 fetten Glaskugeln Licht funkelt. Und zwischen diesen Glaskugeln dann diese 22... Genau, 22 Kanäle. Durch die göttliche Licht in die Schöpfung fließt. Klingt so nach Bibel und Jüdisch zugleich. Hebräische Schrift auf den Kugeln. Bedeutung als geheim. Könnte eine Verschwörung dahinter stecken. Niemand weiß Bescheid, nur du und ich. Psch. Ich glaube, da beobachtet uns jemand. Unter uns. Die Buchstaben sind Zahlen. Kannst du zusammenzählen? So wie B für 2 und H für 8 macht 10. Quersumme? 1 plus 0, also 1. Kapiert. Ich denke an Büstenhalter. Schreibe in geheim BH und kommt auf die Zahl 1. Körbchengröße, verstehe. Lenk nicht ab. Große Quizfrage. Wie ist die Geheimzahl für Flip? Ach so, keine Ahnung. Geht doch bei der Kabbala eher um Bibeltexte. Geheimnistexte, die nicht jeder versteht. Nicht die anderen, nicht du, nicht ich. Madonna versteht sich bestimmt. Hast du ihre Handynummer? Dann ruf sie an. Sorry, aber ist geheim. Egal. Kabbala, weißt du, das ist eher was Heiliges. Lichtpunkte für Planeten, Engelschöre, die Namen Gottes, Metalle, Körperorgane, dies und das, verborgen verknüpft. Auch Planetentöne, wie bei Pythagoras? Natürlich, eine meiner leichtesten Übungen mit der Kabbala. Willst du wissen, wie? Weiß nicht. Von Hülsen zum Stöckchen, alles mit einem verbunden. Da kann man dran durchknallen, wenn man das den ganzen Tag macht. Ich kenne da eine. Nur für Eingeweihte halt. Psst. Ich glaube, da beleuchtet uns jemand.